It's all about humanity. Hey Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Robert Gaming TV. Ja, wir sind hier wieder in LS. Eigentlich war heute Schnee angesagt, aber jetzt regnet es irgendwie doch. Und wir sind auf der Suche, ja, nach dem Betonmischer. Hier die Polizei ist wieder einsatzbereit, aber wir sind ja erstmal nur auf Streife. Erstmal sage ich deswegen, weil, ja, jetzt noch nach dem Fahrzeug fahrenden. Wir machen mal hier Licht an. Ach nee. So. Dann legen wir dann auch mal los und fahren dann erstmal, ich würde mal sagen, in Richtung Stadt. Also es geht, für diejenigen, die es noch nicht wissen, die erste Folge von LS19, guckt euch die bitte erstmal an. Die werde ich euch oben in die Info reinpacken, weil guckt erst den ersten Teil, weil sonst hat das keinen Sinn, jetzt den zweiten schon zu gucken. Oder für diejenigen, die es nicht sehen wollen, eine kurze Zusammenfassung. Also letztes Mal war halt die erste Folge und da wollten wir einfach nur mal unsere Finanzen checken und ja, da wurde sozusagen hier dieses Polizeiauto wurde halt ja gerammt von einem Betonmischer, von dem wir auch das Kennzeichen haben. Warum stehst du denn noch hier? Ach man. Okay. Ja. Auf jeden Fall, nach dem suchen wir halt jetzt immer noch und deswegen, Also wie gesagt, es war hier vorne an dem Bankautomat, da wurden wir angefahren. Ja, nicht angefahren, sondern wir wurden sogar fast überfahren. Also der ist uns hinten reingefahren hier. Dem schönen Mercedes-Benz. Weiß gar nicht sogar, was das für eine Marke ist. Also hier standen wir halt hier so am Bürgersteig und dann ist der Betonmischer uns hinten reingefahren und hat dann Fahrerflucht begangen. Weil wir haben uns vor den gestellt, aber der ist dann links rübergefahren und ja. Dann halt einfach weitergefahren und ja, jetzt fahren wir halt nach dem, weil das Kennzeichen hat ergeben, dass er wohl hier wohnt, also hier in Felsbrunn, und ja, der arbeitet wohl hier auch bei einer Firma, obwohl die Firma, die können wir dann ja jetzt auch mal hier besuchen. Naja, pass auf, das machen wir jetzt erstmal hier. Wir besuchen jetzt dann hier erstmal die Firma. Wie die genau heißt, das weiß ich gar nicht. Müssen wir dann halt einfach mal gucken. So. Also wir gucken hier natürlich jetzt immer noch, ob wir das Fahrzeug irgendwo sehen, weil es ist halt wirklich sehr ärgerlich, dass das passiert ist. Der Viehhandel, daher kam der Betonmischer nicht. Oben fährt der Zug. Hat man gerade gesehen. Also es kann auch sein, dass wir den heute nicht finden. Dann, brauchen wir dann halt noch ein bisschen, bis wir den finden. Aber ich verspreche euch eins, wir werden den finden. Weil das ist wirklich sehr ärgerlich. So, hier ist die Firma. Hier war auch mal ein Feuerwehreinsatz, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann gucken wir dann jetzt einmal hier. Guck mal hier, Schneedienst. Der war ja auch schon fleißig. So, also bevor wir hier jetzt so rumtouren, würde ich sagen, steige ich jetzt hier einmal gleich kurz aus. Aber hier noch übers Silo fahren. Ja doch, wir parken uns hier jetzt einmal kurz ein. Oh Gott, ich sehe da hinten gar nichts hinter mir.
So, wir parken jetzt hier einfach mal ganz dreist vor der Einfahrt. So, einfach nur aus dem Grund, weil wir es können. Ja, es ist eigentlich nur für Personal, ist kein Eingang. Licht machen wir aber noch mal kurz aus, sonst geht die Batterie leer. Und dann würde ich sagen, gucken wir einmal hier. Weil es kann halt natürlich auch sein, dass der hier irgendwo ist. Denn da müssen wir den dann festnehmen. Kann auch sein, dass der unterwegs ist oder dass der Fahrer hier ist. Und dass der Betonmischer weg ist. Boah, dieser Regen. So eklig. Können wir mal hier ganz lieb einmal klopfen. Ne. Hallo? Ist die Polizei? Einmal bitte aufmachen. Hallo? Okay, scheint keiner da zu sein. Aber da ist Licht an, das verstehe ich gar nicht. Hallo, hier ist die Polizei. Bitte aufmachen. Okay. Das ist sehr merkwürdig, dass hier keiner ist, weil da hinten ist auf jeden Fall Licht. Sonst müssen wir es halt da drüben nochmal versuchen. Komisch, ist auch keiner. Am Kran ist auch keiner. Boah. Weil hier ist Licht. Ja, aufmachen geht's nicht. Müssen wir ja mal klopfen. Hallo, hier ist die Polizei. Machen Sie einmal bitte auf. Hallo. Die Polizei. Aufmachen. Komisch. Hier ist ja wirklich Licht an, also. Das check ich halt jetzt nicht. Hallo. Hier ist die Polizei, mal bitte die Tür aufmachen. Hallo. Das kann echt nicht wahr sein. Okay. Ja, dann müssen wir wohl wieder... Opala, falscher Gang. Müssen wir wohl uns doch mal wieder auf der Straße auf die Suche machen. Echt merkwürdig, weil da ist Licht an. Okay, da habe ich auch nicht geguckt, aber müssen wir ihn dann halt jetzt so suchen, weil da muss er ja unterwegs sein. Also kann natürlich sein, dass er sich auch stellen möchte. Also das wissen wir nicht. Oder er ist halt im Auto unterwegs. Aber es kann alles sein. Na komm, wir gucken jetzt hier doch einmal ganz kurz. Doch irgendjemand ist. Ne. Ne, hier ist auch niemand. Echt absolut komisch. Naja. Naja, naja. Hoppala. Habe ich ja gar nicht gesehen. Hier ist er auch nicht. Holla. Weiß ich jetzt auch nicht. Moment. Kann auch sein, dass er hier irgendwo einkaufen ist. Das wissen wir nicht. Naja, aber da steht kein LKW. Nee. Ja, echt komisch. Das ist echt komisch. Hier sind
70, aber wir bremsen jetzt hier mal und gucken noch mal hier hoch. Mann, 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 das ist echt merkwürdig. Ja, okay, von hier wird der nicht kommen. Weil hier haben ja, die Bewohner keinen Zutritt mit den Fahrzeugen. Auch wenn es dann steht, aber das ist halt nicht gestattet. Ey, was nimmst du mir einfach die Vorfahrt? Mann, 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 du. Ja, komm dann, gib aber wenigstens Gas, ey, hier. Hoppala. Hab da nicht gesehen. Peinlich. Oh, da war jemand, der hat gerade gewunken. Fahren wir doch noch gleich hin rein. Schönen guten Tag. Hallo. Toll, jetzt ist er wieder drin verschwunden. Ey. Wunderbar. Komisch. Ich dachte gerade, da hätte jemand gewunken. Naja, egal. Oh, der winkt. Fahr mir bitte keine vorne rein. Wanda. So, schönen guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ihren Führerschein bitte. Hallo, Ihren Führerschein bitte. Danke. Okay, ist gültig. Okay, ist gültig. Hier, bitteschön. Aber sie sind vorläufig festgenommen. Also sah der immer noch aus, oder? Vom. Ja doch, doch. Steigen Sie mal bitte aus, sie sind vorläufig festgenommen. So. Das ist jetzt der Bruder, der hinten drin saß. So, den Mann, den haben wir jetzt festgenommen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts, dass er. Ja. Dass er. Nee. Der ist das, der ist das, der ist das. So, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Sie sind voll festgenommen. So, mitkommen. So, reingesetzt. So, der Beifahrer fährt jetzt das Fahrzeug. So, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Rein zufällig haben wir ja auch natürlich eine Strafanstalt. Das ist natürlich klar. Das ist Pflicht. Braucht jede Feuerwache eine Strafanstalt oder eine Justizvollzugsanstalt. Oh, da hätten wir auch Verstärkung erfahren können, merke ich gerade. Aber naja, wir haben ja jetzt und jetzt ist. Jetzt kehrt ja auch mal schöne Ruhe ein. So. Haben wir für heute aber Feierabend, ne? Ja, doch.
Feierabend. Oh, warte, warum bist du denn noch hier? Muss ich dich denn jetzt einmal kurz verkaufen? So, oh, hoppala, ich will nicht angefahren werden. Danke. So, jetzt haben wir hier gleich 17 Uhr. Ne? Hoppala. Das wollte ich nicht. So. Okay, er frisst ein bisschen Schnee. Kann er ja mal machen. So, wir schlafen 17 Stunden. Wer kennt's nicht? Ist doch immer angenehm, schön lange zu schlafen. So. Ein neuer Morgen. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Ja. Heute so, Heute bewölkt. Oh, Minusgrade. Boah. Windgeschwindigkeit auch nicht so besonders. Oh, da wieder Schneeregen, 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 Schneeregen. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Naja. Na komm, wir fahren mal ein bisschen rum. Oder Kawasaki Ninja. Hoppala. Oh, das wusste ich aber auch noch nicht, dass man so schnell da aussteigen kann. Volle Power. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Uiuiui. Okay, das ist nicht realistisch. Kann man eigentlich da reinfahren? In den See? Das ist aber jetzt unangenehm. Okay. Haben wir das auch mal geklärt. Ja. Hallo? 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 Mist. Hihi, unangenehm. Unangenehm, unangenehm. Ja, jetzt ist er da drin. Das wusste ich aber auch noch nicht, dass das geht. Ich möchte abgeholt werden. Hilfe. Nee, komm, wir teleportieren. Das ist jetzt einmal schön. Stimmt, wir müssen ja eh noch hier den Kollegen abholen. Ach, ja. So. Ja. Also wir haben heute nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich gedacht habe. So, wir haben nämlich eigentlich heute nur ja unseren Fahrer entdeckt. Und zwar kam der genau mit dem Betonmischer. So, den anderen, den mussten wir dann leider freilassen. Ja, was heißt leider, den mussten wir freilassen. Weil er war es ja nicht. Aber ja, im Shop-Schild müssen wir nicht anhalten. Einfach nur, weil wir es nicht müssen.
Oh, guck mal, ich sogar noch die Schranke von letztem Mal auf. Mann, ist das lustig. So. Passt das? Jawohl, das passt. Ja, komm. Einmal schön andotzen und dann ein bisschen vor. Passt das. So. Ja, und dann würde ich schon sagen, war's das von dieser Folge. Ich verabschiede mich. Ich bin raus. Euer Ruhrpott Gaming TV. Bis dann. Tschüssi. Koski. Yeah. We're just getting started. I know that you